Basler Familiengärtner haben den Baudirektor Hans-Peter Wessels zum Abstimmungsduell herausgefordert. Mit einer Initiative wollen sie jeden einzelnen von ihren Gärten schützen und sperren. Aber Basel hat kein Land mehr und Basel muss bauen. Am 15. Mai stimmt Basel jetzt ab. Wie ernst nimmt der Baudirektor Wessels die Gegner? Und wie will er ein zweites Landhofdebakel verhindern? Er ist jetzt live im Studio beim Willi Surbeck. Herr Wessels, danke, dass Sie Zeit haben, um hier hinzukommen, trotz Ihrem Stress. Die Frage ist im Raum, wie wollen Sie die Abstimmung gewinnen? Also die Abstimmung, wenn ich jetzt höre, was gesagt worden ist, einleitend, ist natürlich völlig verkehrt dargestellt. Wir kämpfen jetzt gemeinsam mit den Familiengärtnern für den Gegenvorschlag und nicht gegen die Familiengärtner, gegen die also Initiative gegen den Gegenvorschlag. Sondern ziehen jetzt am gleichen Strick. Und ich bin darum auch sehr froh, dass ein Großteil der Familiengärtner eben den Gegenvorschlag dort unterstützen. Ein Großteil der Präsidenten, haben Sie recht, aber das heisst nicht, dass die ganze Basis dem folgt. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, der Familiengärtner ist jetzt sehr bewusst geworden, dass der Gegenvorschlag ihnen sehr viel mehr bringt als die Initiative selber. Und ich bin darum sehr glücklich, dass wir uns gemeinsam für den Erhalt von einem wesentlichen Teil der Familiengärten in Basel-Stadt einsetzen. Und der Kompromiss, den man miteinander ausgehandelt hat, der bringt eben die beiden Anliegen miteinander zur Übereinstimmung. Einerseits Wohnungen, die wir dringend brauchen in der Stadt, und andererseits eben Familiengärten, wo die Leute mit viel Herzblut sich dafür einsetzen. Herzblut, wenn es um die Verteidigung der eigenen Scholle geht, dann sind die Emotionen stärker als die rationalen Argumente. Wie wollen Sie denn die Emotionen auffangen? Eben genau mit dem Kompromiss, den wir miteinander ausgehandelt haben, wirklich partnerschaftlich. Und der Kompromiss sieht eben genau das vor, dass man einen grossen Teil der Familiengärten erhalten können und trotzdem 3/4 von dem Wohnbau, den wir haben wollen machen, eben trotzdem umsetzen. Darum bin ich überzeugt, der Gegenvorschlag ist gut und ich bin auch überzeugt, dass der angenommen wird werden in der Volksabstimmung. Wer konzipiert den Abstimmungskampf? Sicher nicht ich. Ich bin Regierungsrat und normalerweise mischt man sich als Regierungsrat nicht direkt oder allzu direkt in Abstimmungen ein. Sondern Sie sind doch der grosse Kommunikator. Sondern der Christian Schneider, der vorher da war, der Präsident der Familiengärtner. Bei ihm wird wahrscheinlich die Federführung sein bei der Konzeption der Kampagne für den Gegenvorschlag und ich tue ihn dabei sehr gerne unterstützen. Können Sie sich vorstellen, wenn es hart auf hart geht, einen Leserbrief zu schreiben? Unterschrieben als Hans-Peter Wessels. Ja gut, Leserbriefe sind auch ein bisschen unüblich für einen Regierungsrat, aber ich komme gerne ins 7/7 oder sonst zu Ihnen in die Sendung. Was darf der Abstimmungskampf kosten auf der Regierungsseite? Da müssen Sie das Komitee fragen, das sich dann wie konstituieren. Ich denke, da werden einige Parteien sich auch anschliessen, die Familiengärtner selber. Und ich denke, da wird ein gutes, tolles Komitee zusammenkommen, das für den Gegenvorschlag kämpfen. Sie hoffen es nicht, aber was würde es den Kanton Basel-Stadt kosten, wenn die Initiative doch angenommen wurde? Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Initiative jetzt angenommen wird, weil die Frage ist, wird der Gegenvorschlag angenommen oder gibt es zweimal Nein, also das Nein zur Initiative und zum Gegenvorschlag. So schätze ich sie. Falls wieder erwarten, doch die Initiative würde angenommen werden, wäre das aus meiner Sicht eine Katastrophe für die weitere Entwicklung der Stadt Basel. Es würde uns nicht gelingen, zum genügend Wohnraum zu schaffen, neue. Und damit würde man Leute zwingen, quasi aus der Stadt Basel rauszuzügeln. Man könnte nicht mehr alle Leute, die hier wohnen, auch hier in der Stadt beherbergen. Und das wäre sehr schlimm. Wie sicher sind Sie, dass Sie die Lage korrekt einschätzen können? Weil bei der Landhofabstimmung hat man ja auch gemeint, das kommt durch und ist schief gegangen. Ja, dort war die Ausgangslage natürlich völlig anders gewesen. Dort ist die Initiative gestanden gegen die Anträge der Regierung und vom Grossen Rat. Und da haben wir jetzt eine Situation, wo sowohl die direkt Betroffenen, also die Familiengärtner, und die Regierung und der Grosse Rat, die kämpfen ja alle fürs Gleiche. Die kämpfen ja jetzt für den Gegenvorschlag, der vom Grossen Rat beschlossen worden ist. Also eigentlich sind sich die Kräfte einig. Herr Wessels, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und für die Gegenseite alles richtig rauskommt. Machen Sie es gut. Besten Dank, Herr Surbeck. Ja, und wie wollen die Familiengärtner Hans-Peter Wessels besiegen? Diese Frage haben wir heute dem Zentralpräsident Christian Schneider in der Sendung 061 live gestellt. Was er gesagt hat, können Sie noch mal sehen und hören am 20 ab 10 und am 20 ab 12.